Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity. Ja, beim letzten Mal sind wir hier ganz spontan in diese Höhle gerannt, weil wir Lapislazuli brauchen. Und ich bin jetzt hier gerade an so einer Verzweigung dieser Schlucht, meine Güte. Ich will doch einfach nur Lapis Lazuli haben. Ist das Lapis Lazuli? Nein. Das ist irgendein Diamantenersatz, so wie das aussieht. Also keine richtigen Diamanten, sondern was so tut, als wären es Diamanten. Iron Oreberry Mushes sind eigentlich auch ganz nett. Saphire sind das. Komm, die nehmen wir auch mal mit. Daraus kann man schön Werkzeuge bauen. Vielleicht sollte ich das auch öfter mal machen. Ich baue jetzt immer mit Eisen noch Werkzeuge. Oftmals. Das ist natürlich eigentlich Quatsch. Mein Inventar ist auch total voll, weil ich ja eigentlich nicht so eine große Höhlentour machen wollte, sondern vielmehr... Ach toll, ich wollte auf das Dings fallen. Ein bisschen Cobblestone. Muss irgendwo Lava sein. Egal. Eigentlich ist ja mein Plan, nur Lapislazuli zu finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Also ich nehme natürlich auch immer gerne hier Eisen mit. Aber irgendwo muss doch hier Lapislazuli sein, oder nicht? Ist doch nicht so selten. Oh. Das ist mir jetzt zu riskant. Immerhin muss ich nicht mehr aus dieser Höhle rausfinden. Oh. Meine Güte, sind das viele. Ja, lasst mich doch mal an euch rankommen hier. Oh, nervig. Die haben mich jetzt aber hier ziemlich abgenervt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir noch an Rüstung haben. Es neigt sich langsam nämlich auch schon dem Ende zu. So wie wir hier gerade getroffen wurden. Meine Güte, hier muss doch irgendwo Lapis sein. Welche Höhe sind wir denn? Was ist denn Höhe 16? Da muss doch Lapis zu finden sein. Hier eigentlich schon fast Diamanten zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr hier viel seht. Ich müsste eigentlich auf der Fackel sitzen, glaube ich. Denn auf YouTube sind die Sachen immer wesentlich dunkler. So. Das Eisen nehmen wir eben hier mit. Hier muss doch irgendwo... Gold kann man bestimmt gebrauchen. Für irgendwas Technisches. Aber eigentlich kann man halt vor allen Dingen Lapis Lazuli gebrauchen. Für so einen erweiterten Circuit. Das ist ja der Grund, warum wir hier die ganze Zeit uns durch diese Höhle schlagen. Und es muss doch hier irgendwo in dieser Höhle Lapislazuli geben. Das ist doch überhaupt nicht möglich hier. Wo ist denn der Zombie? Na und? Wow, du hast mich erschrocken. Oh nein. Ich hab meine... meine Diamantspitzhacke weggeworfen, weil ich mich erschrocken habe. Das war ganz schön nah. Das Geräusch. Ich will doch einfach nur Lapis Lazuli. Kann man mir nicht einfach mal Lapis Lazuli geben? Doch hier irgendwo zu finden sein, meine Güte. Ich
Wo bist du, Zombie? Wow. Wo kommst du her? Hä? Naja. Aua. Tin Orberry Bushes. Die sind eigentlich ganz gut. Würde ich ganz gerne mitnehmen. Denn wenn wir die anpflanzen, bekommen wir Tin. Und Tin haben wir in letzter Zeit ziemlich viel gebraucht. Dann sollte eigentlich die Lava hier verschwinden. Wieder nur Saphir statt Lapis Lazuli. Steht hier bei, wo die zu finden sind. Dense. Ah, hier sieht man's. Bestes Höhe 15. Sieht man hier auch. Ja, genau. Besthöhe 15. Wir sind Höhe. Wo sieht man das? Da. Wir sind zu hoch. Okay. Das heißt, wir müssen hier doch wieder runter. Die Frage ist, ob wir irgendwo anders runtergehen sollten. Diese Schlucht hier haben wir doch eigentlich erforscht, oder nicht? Hm. Hier ist aber nichts an Lapis. Hier waren wir ja auch schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Diese Stelle kenne ich schon. Sind wir im Kreis gelaufen. Na, klasse. Uah. Das war Lava. Gut, dass wir da nicht so tief reingekommen sind. Jetzt gehen wir wieder an die Stelle, wo wir schon dreimal waren. Ne? Ja, genau. Gut, ich würde jetzt einfach sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir sind jetzt auf Höhe. Höhe. Wo sehe ich das? Da. 17. Okay, da ist Lava, wissen wir. Oh, das ist noch ein. Nehmen wir das mal eben schnell mit. So. Silberohr. So, bauen wir uns hier mal ein und graben uns hier nochmal eben ein bisschen nach unten. So, jetzt sind wir Höhe 14. 14 und 15 sind wir dann, ja. Das heißt, wir machen jetzt einmal hier Strip Mining auf der Höhe, einfach an Lapis Lazuli. Normalerweise macht man das nur für Diamanten und dann tiefer, logischerweise. Wir machen jetzt einmal mal für Lapis Lazuli. Ich brauche auch mehr Steine, das heißt, die würde ich gerne dann mitnehmen. So, jetzt müsste doch hier mal irgendwie alle möglichen anderen Erze kommen, nur kein Lapis Lazuli. Ja klar, da ist gleich wieder eine Höhle. Wir steuern auf eine weitere Höhle zu, sieht man auf der Karte. Ist das Ferris Ohr? Auch nicht das, was ich haben will. Der Eisen. Also, ich bin ja nicht böse hier ums Eisen, aber darum geht es mir halt eigentlich. Ups. Ich sollte eigentlich aufpassen, dass ich hier nicht in meinem Gang was spawnen lasse. Das könnte böse ausgehen, aber so wild ist das auch nicht. Kohle. Kohle. Was will ich denn mit Kohle? So. Silber. Ich will doch nur Lapis Lazuli. Redstone. Ich will mal mitnehmen.
auch immer. Sind die auch direkt neben der Höhle irgendwie? Aber wir sind jetzt auf Höhe 13 inzwischen. Da ist Lapis Lazuli. Und Diamanten, glaube ich, daneben. Nee, das ist Silber. Dieser Enderman macht mir irgendwie Angst. Der ist nämlich ziemlich genau neben mir. So, jetzt haben wir 33, das reicht mir. So, machen wir jetzt mal hier eben eine schöne Stelle zum Reinspringen. Und es ist Tag, das ist schon mal gut. Ich mache hier wieder zu. Denn ich mag das nicht, wenn wir hier einen Weg in eine Höhle haben, weil da könnten da Monster rauskommen. So, aber das heißt, wir haben jetzt endlich es geschafft, hier Lapis Lazuli zu finden. Und das heißt, wir können jetzt endlich hier das uns bauen. So, Emily kommt mit, aber bitte hier hin. Eben die wichtigen Sachen dabei haben. Redstone auch, Glowstone brauchen wir. So, und dann wollen wir noch mal schauen. Electric, nein, Electric, so rum. Also, um den Circuit brauchen wir zweimal. Okay, das bekomme ich hin. Hoffe ich. Und viermal das. So. Das haben wir. Jetzt bräuchten wir noch Iron Item Casings. Dazu bräuchten wir mehr Iron, ne? Haben wir, glaube ich, nicht mehr. Keine Angst, ich werfe das hier nicht rein. Sondern unten natürlich erstmal den Macerator, damit wir doppelt so viel rausbekommen. Hier haben wir nicht nur einen. Da müssen wir jetzt auch erstmal keine Holzkohle reinschmeißen. So, was wir jetzt machen ist, wir setzen das hier hin. Nein, wir müssen erstmal Item Casings. Item Plates. Ach, da kommen doppelt so viele raus. Ja, blöd. Egal. War das so? Ich glaube, so war es, ne? Ein Electric Jetpack. So, das müssten wir jetzt aufladen. Was ist jetzt gerade passiert, sehen wir hier. Müssten da eigentlich doch noch mal ein bisschen was reinhauen. Haben wir noch Kohle? Ich glaube, wir haben keine Kohle im Moment. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Energie mehr. Ja, jetzt sind wir aber gleich dabei, genug zu haben. Nehmen wir das mal eben gerade weg, dann lädt er schneller auf. Können wir eigentlich, das würde ich gerne mal wissen. Ne, man kann da keine Holzkohle reintun, okay. So. Nehmen wir an, dass das auf jeden Fall effizient ist, was wir gerade tun. Ja, sollte der Fall sein. So, wir können dann hier erstmal Holzkohle rausbraten. Wir werden uns auf jeden Fall auch nochmal einen zweiten
Dingens machen. Aber was wir jetzt erstmal machen werden, ist... Wir werden fliegen. Aber ich glaube, es gibt unterschiedliche Modi dafür. Genau, so bekomme ich nämlich Schaden. Es gibt auch den Modus... Nee. Was muss ich denn dafür drücken? Ich schaue das mal eben schnell nach und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Genau, jetzt haben wir nämlich den Hover-Mode, da können wir nämlich dann schweben. Warum kann ich jetzt nicht wieder disablen? Hm. Ja, das ist das Problem, wenn man so viele Mods hat. Hm. Gut, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Man muss gleichzeitig auf die Hochfliegtaste drücken und dann kann man den Modus umstellen. So, 17 wollen wir da nicht reinhauen, aber ein bisschen was. Wir füllen jetzt auch mal schnell nochmal wieder auf. Okay, das wird nicht reichen, was hier drin gespeichert ist. Egal, machen wir jetzt folgendermaßen. Wir ziehen das jetzt an. Auch wenn es nicht ganz voll ist. Gehen dann einmal schnell schlafen. Und dann schauen wir gleich nochmal einmal bei unserer Baumform vorbei. Und wir wollen ja eigentlich da auch dann gleich noch mehr machen. So, jetzt können wir hier nämlich immer hochfliegen. So, wir legen alles ab. Das ist mir nämlich hier zu nervig. Was wir aber nochmal machen ist, wir werden hier uns nochmal einen neuen Helm machen. Und unser ist fast kaputt. Was haben wir denn hier? Peridot. Haben wir doch bestimmt irgendwo. Oder auch nicht. Hä? Machen wir Saphir-Helm. Kommt, denke ich mal, auf gleich raus. So, der ist nämlich eigentlich kaputt. Rose könnte man auch nochmal überlegen, aber ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt müsste ich hier irgendwie noch diese Karte wieder umstellen am besten. Das weiß ich jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ich kann immer nur hier Tag und Nacht umstellen. Aber irgendwie geht, glaube ich, Minus. Ah, so und dann so. Ha, sehr schön. Dann haben wir das auch geschafft. So, du erzeugst jetzt hier noch fleißig was. Lädst die Bedbox auf und machst noch mehr Charcoal. Sehr gut. Hier können wir noch eigentlich das reinlegen jetzt zusätzlich. Nehmen wir an, wir brauchen dann doch nochmal das. Ich will da eigentlich nicht zu viel reinpacken. So, und dann schauen wir jetzt hier in die Welt. Und es sieht so aus, als hätte es funktioniert, denn die ersten drei Reihen sind immer abgefahren. Jetzt kommt er nämlich zurück. Wir haben ja im Moment eingestellt, dass er nur die ersten drei Reihen fährt, damit wir genug Saplings haben. 41 hat er inzwischen. Das ist jetzt ja auch nicht so viel, ne? Ach so. Okay, warte, stopp. Wir müssen nämlich die Sleep Time nochmal ändern. Die hätte ich ja mal umgestellt. Sonst kommt er hier wahrscheinlich nicht voran. Und fährt zu oft und verbraucht zu viel Energie. Okay, so. Aber wir können jetzt uns hier schön durch die Welt bewegen. Ich wollte nämlich schon immer mal schauen. Ich möchte jetzt nochmal einmal ganz schnell sicher gehen. Ist ja voll, ne? Ja. Gehe ich jetzt mal einmal zu diesem Glasding da. Um zu sehen, was es da ist. Besonders schnell ist unser Jetpack ja nicht gerade, ne? Ein bisschen Angst, direkt über die Schlucht zu fliegen. Warum ist hier ein Glasturm? Glas. Hm. Okay, das hat aber nicht so viel von unserer Durability gezogen. Ich muss natürlich noch wissen, wo wir unseren Spawn haben. Das wäre ganz wichtig. Deshalb mache ich mal eben ganz schnell Waypoint, New... Jetzt der oder was? Ja. Portal. In Gelb oder Orange oder so, meinetwegen. Ja, sehr gut.
So, Waypoints, dann können wir nämlich den hier löschen. Remove. Close. So. Also ich weiß, dass es in diesen Welten irgendwo wohl eine Bibliothek mit Seiten gibt. Und wenn man die findet, dann kann man, ja, neue, anderes konfigurierte Welten sich einstellen. Ist ja fast besser zu laufen hier mit diesem Jetpack. Bin ich noch nicht so begeistert. Das ist ja auch ein interessanter Turm hier. Ich hätte mir mit der Portal Gun da auch nochmal was setzen sollen. Das wäre klug gewesen. Naja, jetzt ist es zu spät. Die sind ja immer wieder so kleine Sphären auch, aber ich glaube, die bringen nicht das, was ich will. So, jetzt haben wir den Hover-Mode. Ist es besser? Ja, das ist definitiv besser. Aber verbraucht auch die ganze Zeit Energie. Im Sekundentakt verbrauchen wir Energie. Ich darf jetzt eigentlich schon fast nicht viel weiter fliegen, weil sonst komme ich nicht mehr zurück. 13,4. Ich will jetzt mal in so einer Kurve zurückfliegen. In der Hoffnung, hier noch irgendwas zu finden. Da ist schon wieder so ein Glasding. Was auch immer das ist. Aber ich finde das cool, dass wir so durch die Gegend fliegen können. Ist halt nur ziemlich langsam. Okay, wir müssen definitiv zurück. Sonst haben wir gleich keine Energie mehr. Und stürzen ab. Und dann sind wir tot. Jetzt auch keinen großen Bogen mehr. So, dann müssen wir jetzt schnurstracks zurückfliegen. Ich glaube fast, dass wir so weniger Energie verbrauchen, wenn wir so fliegen. Wir landen mal einmal. Partitohr. Okay. Hätte ja sein können. Man will ja sicher gehen, dass man hier auch nicht irgendwie zu viel verpasst. Alle haben Hunger. Wie weit sind wir denn weg von unserem Dings? Wo sind wir denn? Okay, dann müssen wir jetzt über Schnurstracks nach da fliegen. Wie viel Energie haben wir noch? 5,89. Das ist ja wirklich nicht mehr viel, ne? Man nur sieht. So. Ich werde mich jetzt nur noch von Insel zu Insel, glaube ich, bewegen. Da ist aber die Farm. Aber wir sollten auf jeden Fall hinkommen. Fallen immer neue Schafe runter, die irgendwie gespawnt sind. Und dann hier in Abgrund fallen. Ja, also wir sollten auf jeden Fall hinkommen. Aber jetzt so viel bringt uns da unser Jetpack nicht gerade. 2,87. Wobei es natürlich nicht ganz voll war. Muss man auch sagen. Aber leer war es auch nicht wirklich. So. Ich hoffe mal, dass er hier bald noch ein paar mehr Saplings hat. Damit wir das wieder höher stellen können, die Produktion. Gut, wir werden jetzt unser Jetpack wieder aufladen. Zack. In der normalen Welt natürlich. Ist Nacht? Nein. Die ist voll. Ah, der hat auch ein bisschen gebuffert, okay. So, das Aufladen unseres Jetpacks kostet zu viel Energie. Aber gut, das ist halt so. Wobei ich mich ein bisschen enttäuscht. Also ich weiß, es gibt noch andere Jetpacks in diesem Spiel mit anderen Modpacks und so, aber das war jetzt, glaube ich, das am einfachsten zu bauen, ne?
Dann habe ich das genommen. Gut, so. Da ist ein Skelett. Hallo Skelett. So. Hat sich da nämlich versteckt. Liegt noch unser Helm rum. Gut. Ich würde fast sagen, wenn ich hier gerade auf die Uhr schaue, wir haben viel erreicht. Wir haben ja unser schönes Jetpack. Das fliegt jetzt nochmal schön auf diesen Baum, weil ich es kann. Zack. So. Diese Ölquelle muss der irgendwann wirklich mal wegmachen. Aber gut, unser Haus ist natürlich auch noch nicht gebaut, von daher ist nicht so wild. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.